herzlich willkommen zu einer Anschlussfolge zu Folge 96. Und ich stehe wieder hier vor der Silbermine, wo es nur diesen einen Zugang gibt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Invino Veritas bedanken, der mir die Tipps gegeben hat, mir einen Kriegshammer zu besorgen, wegen der Silbergolems. Naja, und halt eben den Blutfliegenspruch anzuwenden, um da runterzukommen. Haha. haben wir denn den Blutfliegenspruch? Den haben wir hier. So. Und ich weiß nicht, was mich erwartet, aber lange Rede, kurzer Sinn. Auf in die Hölle, Silberhölle. Ups, ups. Aha. Guck, was haben wir hier? Aha, ein Zwischengang. Jetzt, wenn ich jetzt ganz runterfliege, was passiert denn dann? Na, gucken wir erstmal hier rein. Oh, da steht schon mal ein Zombie auf. Ja, da ist noch ein Zombie. Ein toter Minenarbeiter, okay. Diese lustigen Geräusche, die so kurz vorm Würgen sind, finde ich immer wieder lustig. Ja, also kommt man also wirklich ganz nach unten? Ja, kommt man wohl. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal alles an hier. Ah, ja, da oben ist sozusagen die Öffnung. Dann werde ich mich zurückverwandeln. Und sicherheitshalber mal speichern. Und den Kriegshammer anlegen. Weil wir bestimmt irgendwelche Golems zu erwarten haben. Okay, bei der Verwandlung geht immer der Bogen weg. Ja, dann hacke ich erstmal so ein bisschen rum. Und wenn der erste Golli kommt, also der erste Golem, dann werde ich mich wieder einblenden. Weil die Folge soll auch nicht so lange dauern. Es ist praktisch nur so eine Anschlussfolge. Ja, und da kommt schon der erste Zombie auf mich zu und ich habe ja dummerweise schon mal den Kriegshammer eingespannt. Aber damit werde ich wohl jetzt erstmal hier diesen Zombie eliminieren. Also immer nach der gleichen Manie. Aufhauen. So, in dieser Manie. Da ist nichts zu holen. Genau, bei dem gibt es nichts zu holen. Außer rotten Fleisch. Verrottetes Fleisch. In irgendeinem Spiel habe ich gesehen, dass es verrottetes Fleisch gibt. Wenn ein Zombie kaputt ballert. Ja, okay, bis nachher. Ah, da haben wir ja den nächsten. Er war nämlich hier hinter dieser Palisade. Ja, und immer schön draufhauen. Genau. Ja, am Ende der unteren Stufe der Mine, also hier, geht's nochmal hoch. Und gucken wir mal, was uns da erwartet, weil ich habe im Hintergrund einen toten, untoten Minenarbeiter wieder gehört. Oh, hier liegen ein paar Pilze. Hier stehen ein paar. Ja, da ist er schon. Wollen wir mal gucken, ob wir den dann auch nutzen können. Naja, ich würde hier runterfallen. Das wäre nicht so pralle. Ja, dann müssen wir es halt eben so machen. Und jetzt aber. Ach ja, der untote Minenarbeiter. Nochmal eine Runde schlafen. Sozusagen die Wunden heilen lassen über Nacht. Ach, wäre das im echten Leben auch so, gibt's keine Ärzte mehr. Gut, machen wir mal bis mittags.
Ja, und weiter geht's. Schauen wir mal, was hier oben ist. Oh, ich sollte mal abspeichern. Was? Aha, okay. Da ist ja noch einer. Da können wir ja hacken und den da oben auch vertrimmen. Ich melde mich dann wieder. Ich stehe kurz vor der 22. Stufe. Mir fehlen nur noch ein paar Pünktchen. Und hier sehe ich schon mal den ersten Salzgolem. Nein, Silbergolem. Verzeiht mir. Ich habe meinen Kriegshammer angelegt. Ich habe meine Golem-Rüstung angelegt. Und da kommt er schon. Und dann gucken wir mal, wie viel... Alter, hallo? Wie viel er an Schaden macht, dieser Kriegshammer. Sieht aus, als macht er nicht so viel Schaden wie mein verzaubertes Schwert. Und außerdem hat er nicht so eine Reichweite. Nee, das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Nein, das ist nichts. Das muss ich mit dem Schwert mal versuchen. Also wieder mein Schwertchen nehmen. Da bin ich viel schneller und agiler mit, als mit diesem komischen, schweren, kleinen Mini-Kriegshammer. Oh, Mist! Ja, ich habe den Silbergolem hier ein bisschen eher in die Ecke gelockt und natürlich nach müßigen Schlagen schon schwächen können. Mal gucken, vielleicht braucht es ja nur noch ein paar Hiebe und dann ist er hin. Jawoll. Ja, einige werden denken, oh, wieso hat er denn doch nicht den, diesen Kriegshammer genommen? Mit dem Kriegshammer habe ich nicht so die Reichweite wie mit meinem normalen Schwert da. Deswegen ist das ein bisschen müßig gewesen. Aber auf jeden Fall mit ein bisschen Taktik habe ich das geschafft. Irgendwo war noch einer. Ja, den werde ich natürlich auf die gleiche Weise vernichten. Aber ich bin eine Stufe gestiegen, das ist schon mal ganz gut. Also bis später. Ja, und auch der zweite ist so weit geschwächt, dass ich ihn mit nur einem oder zwei Schlägen noch... Genau, mit nur einem Schlag. Ach ja, ihr wisst gar nicht, wie lange das hier dauert hat. Aber egal. Was tut man nicht alles? Seine Leute. Ach, und hier ist übrigens der Stein, von dem wir gar nicht von außen reingekommen sind. Ja, Leute, schaut euch das mal an. Er hackt in der Luft und wir haben den Zugang freigemacht. Ja, man kann jetzt aufhören. Herrlich, wir sind wieder an der Oberfläche. Frische Luft, aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter, es geht immer weiter. Es geht da runter. Nee, Quatsch. Ich muss noch hacken. Schauen wir mal, was wir für Fähigkeiten haben. 30%. Und jetzt gucken wir mal im Inventar, wie viele Silberbrocken wir haben. Das müssten ja, Moment mal, ganz viele sein. Na, wo sind sie denn? 80 Salz und hier 122 Silberbrocken. Na, das ist doch klasse. Ja, und mit dieser kleinen Zusatzfolge verabschiede ich mich und gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns auf Adarmus wieder.